Herr Heidel, es ist ja nichts Neues, dieses Thema, dass Sie immer wieder Spieler quasi ausbilden und dann abgeben und verkaufen. Nach was wählen Sie denn die Spieler aus für Mainz, jetzt mal unabhängig von der Position und das, was Sie können, sondern vom Charakter? Was muss ein Spieler haben, den Sie auswählen für Mainz? Oje, das ist tagesfüllend. Man kann das auch nicht so allgemein über einen Kamm scheren, muss ich sagen, weil es hängt ein bisschen damit zusammen, was habe ich zur Verfügung. Sicherlich spielt, mal losgelöst vom Fußballerischen, so das Charakterliche in Mainz immer eine besondere Rolle. Also ich glaube, dass wir uns die Jungs, bevor sie verpflichten, schon genau anschauen, sehr ausgiebig mit ihnen reden, eigentlich so ziemlich alles wissen wollen, was es gibt. Dieses Prinzip hat sich jetzt seit Jürgen Klopp und auch mit Thomas Tuchel jetzt bei Martin nicht verändert, dass wir getrennt voneinander mit ihnen reden, um sie einfach kennenzulernen, damit wir uns unabhängig einen Eindruck verschaffen können. Und sicherlich ist immer noch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das Gefühl haben, dass sich egal, was der Junge vorher gemacht hat, dass wir das Gefühl bekommen, dass es einer ist, der sich mit Mainz und mit Mainz 05 total identifizieren kann. Weniger, dass wir ein Club sind. Ja, es gab jetzt 7 Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal die 6 genommen, das war Mainz, weil die mir, keine Ahnung, den Kühlschrank noch voll machen als Vertragszusatz. Wir möchten das Gefühl haben, dass einer ist, der genau weiß, was der Martin mir erklärt, wie wir spielen wollen, wie wir sind, wie wir hier ticken, die das hier so akzeptieren, um sich dann auch für diese Aufgabe total einzubringen. Das ist das eine. Und das zweite ist, da wir die fertigen, sehr, sehr guten Spieler aus wirtschaftlichen Gründen in der Regel nicht nach Mainz bekommen, suchen wir immer Spieler, wo wir glauben, die können noch viel mehr, was sie bisher zeigen. Das kann unterschiedliche Gründe haben, das kann damit zusammenhängen, dass diese Mannschaft drumherum einfach zu gut ist, wenig Spielzeiten man bekommt. Das kann sein, zum Beispiel beim Fall von Shinji Okazaki, also es geht auch beim 27-Jährigen, dass wir den Eindruck haben, dass man ihn auf eine andere Position setzen kann, dass er dort vielleicht erfolgreicher ist. Und es kann auch sein, dass wir glauben, dass ein Spieler in dem Umfeld von Mainz, so wie wir das eben hier machen, sich vielleicht leichter entwickeln kann, vielleicht jetzt wie in einem Verein, keine Ahnung, wo es jeden Tag 39 Tageszeitungen gibt, die darüber berichten. Also nur so ein Beispiel zu nennen. Und alles das führt dann zu einer Selektion und dann spielt das ganz groß auch noch die wirtschaftlichen Dinge. Ja, und dann müssen wir schauen, das Wirtschaftliche, das Charakterliche, das Sportliche, was ist das Beste für Mainz? Und wir liegen auch nicht immer richtig. Also ich möchte nicht, dass da so der Eindruck entsteht, wir glauben jetzt, ja, wir holen ja nur Raketen und alle machen ja 34 Spieltage, ist eh schwierig, wenn man 223 im Kader hat und man nur 34 Spieltage hat. Aber wir geben uns da große Mühe und sind so mit dem eigentlich auch ganz zufrieden, insbesondere wenn es um Spieler geht, wo wir das Gefühl haben, da können wir noch viel rauskitzeln. Das sind dann die Spieler allerdings auch, die uns in einer gewissen Zeit dann verlassen. Und deswegen würde ich eine Änderung anmerken. Wir sehen uns eigentlich nicht mehr oder nicht nur als Ausbildungsverein. Wir sind die Stufe höher, glaube ich, inzwischen gegangen. Es ist der Weiterbildungsverein. Ja, wir sind eigentlich der zweite Schritt vor dem ganz großen Schritt. Und wenn man die Wechsel von Mainz in den letzten Wochen, Monaten, auch Jahren sich anschaut, dann wechseln die Spieler in aller Regel, wenn sie bei uns weggehen und bei uns erfolgreich waren, dann schon zu den großen Clubs oder ins Ausland, weniger jetzt auf unserer Ebene. Früher sind die Spieler dann eben nach, keine Ahnung, Hannover, Frankfurt, sonst wohin gegangen. Jetzt gehen sie eigentlich nur noch zu diesen Top-Clubs in Deutschland oder eben ins Ausland, wo man viel Geld verdienen kann. Das hat sich zum Glück ein bisschen verändert. Martin, bei der Kaderplanung mit wie viel Profis möchtest du den Kader beschränken oder wie viel Profis soll denn der Kader umfassen? Ja, ich habe mal im Vorfeld schon gesagt, dass wir alles ein bisschen straffen wollen und enger zuren, um den Leistungsdruck auch zu erhöhen. Und das geht jetzt, es geht jetzt so in die Richtung, dass wir Stand jetzt haben wir 18 Feldspieler. Und dass wir das so auf 20 Feldspieler, aber das sind Bundesliga-taugliche Spieler, auf 20 rum begrenzen. Und was dann drüber kommt, Nummer 21, 22, 23, 24 des Kaders, sind dann so Spieler, die ich vorher genannt habe, diese bekannten Perspektivspieler. Und ich glaube, dass wir damit den Druck innerhalb des Kaders erhöhen können, dass wir auch alle so bei Stimmung, dass man so die Spieler bei Stimmung halten kann, als dass, wenn du 8, 29 gestandene Spieler hast und da merken 10 nach der Vorbereitung, ich spiele hier eigentlich gar keine Rolle. Und das ist
das sind dann so Energiekiller, die man in der Kabine hat und nicht rauskriegt. Und deshalb wollen wir das umgehen. Einen knappen, engen Kader, wobei man sagen muss, einen guten. Wenn ich sage Bundesliga-tauglich, heißt das, das sind Spieler, die jederzeit auch ein Bundesligaspiel von Beginn weg bestreiten können. Und dann kommen die Perspektivspieler, auch die Perspektivspieler, die heißen nicht nur so, sondern die müssen eine Perspektive haben, sondern da muss irgendein Junge, der bei uns trainiert und die Nummer 1-22 sein, der muss wissen, wenn zwei verletzt sind und zwei gesperrt, jetzt kann es kribbeln und jetzt bin ich dran. Und das müssen die vom Anfang an wissen. Wenn die bei uns mittrainieren, jetzt, wir sind jetzt 25 und die wissen, jetzt kommen noch 5 Nationalspieler, da sind wir 30, dann denken die, wir sind Füllmaterial. Und das ist nicht so, ihr werdet auch morgen sehen, das ist morgen ein Kader von 15, 16 Spielern. Da fehlen jetzt noch 5, 6 und dann Rums, mit denen wir gearbeitet und werden wir sehen, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, dass wir da jetzt wirklich gut aufgestellt sind und um deine Frage zu beantworten, das wird 2021 Spiele sein plus eigener Nachwuchs. Gut, und zu dem Okazaki-Nachfolger, wie stehst du grundsätzlich zu Stürmern? Wärt ihr da wieder so ein kleiner Wuseliger wie Okazaki oder stehst du eher auf die 1,90, 2 Meter Leute? Oh, jetzt kann ich wünschen und dann geht das über dich zum Christian rüber. Also das muss eigentlich je nach einem Typ, also ich habe jetzt nicht genau einen Typ, das muss jetzt nicht, dass ich ein kleiner Wuseliger und wir haben plötzlich einen an der Angel, der ist 1,88, dass wir dem sagen, du bist leider zu groß. Es ist für mich, es ist auch kein Geheimnis, dass ich hätte gerne ein bisschen einen größeren auch noch, also das heißt als Gingy, um nochmal eine zusätzliche andere Variante zu haben. Wenn der zum Beispiel, so wie man früher mit dem Adam Schaller oder mit dem Schuppo oder so, da vorne noch einen hat, der wirklich auch mal die Größe hat, auch mal einen gepflegten langen Ball spielen zu können oder der mal auch einen Ball festmacht, auch ein bisschen mehr. So, das wäre auch von der Ergänzung gut, aber eigentlich ein genaues Ding malen wir uns auch nicht aus, weil ich will nicht plötzlich scheitern, weil er 2 Zentimeter zu klein ist. Ich will nicht plötzlich scheitern, weil er groß ist oder nicht klein ist, sondern wie auch Christian vorher gesagt hat, wir treffen uns mit den Spielern, ich treffe mich dann mit den Spielern immer noch allein, so zum Kennenlerngespräch und da entscheide ich dann und da kann dann plötzlich auch sein, dass ich plötzlich, ja, dass wir intern sagen, ja, es war klein, aber ey, der passt so gut und ist ein Typ und den will ich und dann machen wir das dann halt trotzdem, weil ich überzeugt bin und das gilt auch für die anderen Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Sommer über geredet habe. Ich glaube, ich habe mit 5 Spielern geredet und 3, 4 sind schon hier. Also ich habe die Gespräche, die wir geführt haben, wo wir uns treffen, das knallt dann auch. Also wir haben nicht, ich habe nicht mit 5 geredet und hoffe, dass irgendeiner zusagt, weil wir haben meistens die Vorselektion so weit, dass ich nur sagen, wenn es jetzt noch ein guter Typ ist, schlagen wir zu und so führen wir dann auch unser Gespräch und die Spieler gehen dann auch weg und wissen genau, die wollen mich. Und das ist, glaube ich, das, was eine Rolle bei uns spielt. Und genau die Typen wollen wir, die sagen, ey, da will ich hin, das ist mein nächster Schritt, wie Christian gesagt hat, als mein nächster Weiterbildungsschritt, der in die Kabine reinkommt und sagt, wow, auf das habe ich hingearbeitet. Und genau solche Spieler wollen wir. Und ich glaube, dass wir mit Leon, mit Maxi, mit dem Florian, mit dem Fabian genau solche Spieler so haben und die werden die unsere Kabine reingehen und sagen, ey, das ist mein nächster Schritt, das habe ich lange gesucht. Und das Gefühl haben wir denen vermittelt, das Gefühl haben die uns zurückgegeben und deshalb hat das auch so gepasst. Und die Spieler, die jetzt hier sind, also das passt, da bin ich jetzt schon überzeugt. Und wie es dann spielerisch noch dem Platz, das ist dann aber der Wichtigste, die Chemie, das Menschliche, dass er zu uns hier, zu Mainz 05 passt, das haben wir schon rausgefiltert. Und jetzt hoffe ich, dass wir dann den nächsten Schritt machen. Und so werden wir auch mit dem Stürmer Nummer 9 verfahren. Und ja, wenn man bedenkt, Ginge hat man damals geholt mit einem Tor Reputation. Es kann auch plötzlich einer sein, der nicht viel getroffen hat, wo wir denken, aber hier bei uns trifft er. Vielleicht ist einer, der schon 16 Mal getroffen hat, 20 Mal getroffen hat. Da machen wir es auch, wenn wir sehen. Wer war der Fünfte? Wo ich geredet habe. Der Fünfte, mit dem du geredet hast. Für den Nachwuchs, aber der ist noch nicht ganz fix. Thank you.